Na, wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung, relativ irrelevant, denn ich spreche heute darüber, dass YouTube mich wieder aufregt. Yay! Das hatten wir doch letzte Woche schon, denkt ihr euch? Ja, natürlich hatten wir es letzte Woche schon und ja, eigentlich möchte ich das auch nicht. Und dieses Video wird extrem unstrukturiert sein und ich habe jetzt schon keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen soll. Okay, fangen wir mit dem ersten an. Letzte Woche, da habe ich ein Video gemacht, wo ich mich über YouTube aufgeregt habe und das Partnerprogramm und die Monetarisierung von Videos. Yay! Und in dem Video habe ich mich ganz, ganz, ganz kurz damit befasst, dass YouTube auf sämtlichen Videos Werbung schalten kann. Auch die, die nicht monetarisiert werden können. Wir haben hier meinen Zweitkanal, 13 Abonnenten, habe damit natürlich nicht annähernd die Mindestanforderungen. Ihr seht, 13 von 1000 Abonnenten, 15 von 4000 Stunden Wiedergabezeit und 284 von 10 Millionen Kurzvideoaufrufe. Bin noch weit davon entfernt. Dauert noch ein bisschen. Ja? Ich kann also meinen Kanal nicht monetarisieren. Ich bekomme kein Geld dafür, wenn da drauf Videos, wenn da drauf Werbung geschaltet wird. Gehen wir mal rüber und testen das Ganze mal aus. Vielleicht haben wir etwas Glück. Und wir haben Glück. Yay, eine nicht überspringbare Anzeige. Gleich vorneweg, ich gebe euch einen Tipp. Das sind jetzt hier noch 12 Sekunden. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt beginnt die zweite Werbung. Und ihr habt keine Ahnung, 10 bis 20 Sekunden gerade übersprungen. So genial ist es. Ja? Ihr habt einfach die zweite Werbung komplett übersprungen. Schließt das Video, öffnet es erneut. Wunderbar. Geht ganz leicht. Ihr habt Werbung gesehen. Zweimal. Zweimal sogar nicht überspringbare Werbung. Ich kann das nicht einstellen. Ich habe keine Option dazu. Ja? Ich kann keine Einnahmen damit machen. YouTube kann einfach Werbung draufschalten, wie sie lecker lustig sind. Und das ist Mist. Damit wird kleinen Creatern geschadet. Ja? Mein Zweitkanal, der nicht monetarisiert werden kann und unbedingt mehr Aufmerksamkeit bräuchte, indem man vielleicht Videos ohne Werbung davor macht, damit sich mehr Leute es anschauen wollen. Ja, gut, währenddessen große Creator, die haben dann natürlich auch Werbung, aber das hatten die schon für eine Weile und die bekommen dafür Geld. Die profitieren davon. Und kleinen Creatern wie meinem Zweitkanal, das schadet denen einfach. Das schadet denen einfach. Fertig. Ja? Die haben dann Werbung, bekommen keinerlei Geld, haben weniger Zuschauer, weil warum sollte man es dort schauen, wenn man es gleich beim größeren YouTuber schauen kann? Und beim größeren YouTuber bekommt er tatsächlich auch Geld davon. Ja, kann sich das Ganze finanzieren. Es ist Mist. Tatsächlich geht es in diesem Video nicht darum, auch wenn es bisher schon 3 Minuten 20 darum ging. Heute geht es um was ganz anderes, nämlich erstmal um ein bisschen Kontext, denke ich mal. Ihr solltet es eigentlich alle kennen, verschiedene Arten von Anzeigen, ja, Werbung. An sich gibt es vier Arten, hier werden nur noch drei angezeigt. Das liegt daran, dass eine von denen bald abgeschafft wird, aber dazu komme ich gleich. Erstmal überspringbare Videoanzeigen. Kennt jeder. Werbung kannst du nach 5 Sekunden überspringen, dauert etwa 30 Sekunden lang oder so und dann ist gut, dann kannst du das Video schauen. Dann nicht überspringbare Videoanzeigen, auch bekannt als die Pest. Die musst du halt einfach anschauen, im schlimmsten Fall halt zwei davon, 20 Sekunden lang oder so und dann kannst du das Video schauen. Und dann haben wir Bumper-Anzeigen, das ist dann wahrscheinlich eher weniger bekannt, sind im Grunde nicht überspringbare Anzeigen, die halt nur 6 Sekunden lang dauern. Ja? Und an sich sind die halt nicht allzu schlimm. Ich würde so sagen, stellt euch mal vor, ihr seid eine Firma, ihr macht überspringbare Videoanzeigen, von mir aus. Nach 5 Sekunden ist es vorbei, ist mir vollkommen egal. Macht ihr nicht überspringbare Videoanzeigen, dann seid ihr schrecklich, weil wenn ihr 20 Sekunden oder so mich darüber voll labert, wie toll euer Produkt ist, das weckt bei mir kein Interesse, das macht mich einfach nur wütend. Ja? Das bringt mich dazu, euer Produkt noch weniger zu kaufen. Wenn ihr es allerdings schafft, innerhalb von 6 Sekunden, diesen Bumper-Anzeigen, mich dazu überzeugen, dass ihr ein gutes Produkt habt, da habt ihr wirklich eine gute Leistung erbracht. Zumindest was die Werbung angeht.
Und dann könnte man vielleicht darüber denken, das vielleicht zu kaufen. Auch wenn ich für gewöhnlich bisher noch nicht auf jegliche Anzeigen reingefallen bin. Das, was ich sagen möchte, ist, nicht überspringbare Videoanzeigen sind schrecklich. Wenn ihr eine Firma habt, macht keine nicht überspringbaren Videoanzeigen. Ihr bringt die Leute nicht dazu, das zu kaufen. Ihr bringt die Leute dazu, wütend auf euch zu sein. Ganz einfach. Okay, die vierte Art, die ich noch nicht erwähnt habe, ist Overlay-Anzeigen bzw. auch Display-Anzeigen. Das sind im Grunde Anzeigen, die oben rechts, also nur auf dem PC, oben rechts über den vorgeschlagenen Videos quasi angezeigt werden. Gibt es nicht mehr ganz so oft, die sind scheinbar auch schon gar nicht mehr verfügbar, allerdings werden hier nur wieder trotzdem noch angezeigt. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, ich glaube, ich muss noch ein bisschen was beweisen, dass ich keine nicht überspringbaren Videoanzeigen habe. Wenn ihr welche seht, schreibt sie in die Kommentare. Ja? Schreibt es unter dem Video in die Kommentare, wo ihr es gesehen habt. Das kann nämlich super nützlich sein. Damit kann man beweisen, dass YouTube sich nicht an die Regeln hält, die wir festlegen. So, gehen wir mal zu Inhalte und gehen mal zu irgendeinem Video. Treppenteil 3 zum Beispiel. Wir gehen auf Bearbeiten, Monetarisierung und dann seht ihr, Monetarisierung ist an. Ja, dann haben wir Display-Anzeigen, darüber habe ich eben gesprochen, die gibt es seit April scheinbar nicht mehr, aber irgendwie doch noch, keine Ahnung. Dann gibt es überspringbare Videoanzeigen und nicht überspringbare Videoanzeigen. Die Bumper-Anzeigen sind übrigens hier drin zusammengefasst. Sind dann halt eine Sekunde länger als 5 Sekunden, bis man überspringen kann, aber egal, das macht ja keinen großen Unterschied. Ihr seht hier, nicht überspringbare Videoanzeigen sind aus, okay? Und das habe ich bei jedem meiner Videos einfach ausgeschaltet. Ich hasse sie. Sie sind die Pest. Schrecklich. Als Firma, nochmal, macht es nie. Niemals nicht überspringbare Videoanzeigen. Entweder überspringbare Videoanzeigen oder Bumper-Anzeigen. Nichts anderes. So, dann gibt es Positionen von Videoanzeigen vor dem Video, während dem Video, nach dem Video. Pre, Mid, Post-Roll. Ja, das sind dann eben die Fachbegriffe. Und das können wir auch gerne nochmal für ein anderes Video anschauen. Keine Ahnung, nehmen wir hier ja, die Solaranlage, die wir bei unserem eingefangenen Asteroiden aufgebaut haben. Gehen wir auch mal auf Bearbeiten und einmal auf Monetarisierung. Und da seht ihr auch, nicht überspringbare Videoanzeigen sind aus. Bei jedem Video habe ich das ausgeschaltet. Standardmäßig sind sie an. Und ich musste dann quasi bei jedem Video das verändern, dass ich monetarisiert habe. Es kann natürlich auch sein, dass ältere Videos, die ich gar nicht monetarisiert habe, trotzdem Werbung schalten, weil, habt ihr ja schon gesehen, Videos, die man nicht monetarisiert, bekommen trotzdem Werbung. Ihr bekommt einfach kein Geld dafür. Das heißt, an sich macht es mehr Sinn, das einfach zu monetarisieren. Dann bekommt ihr die Hälfte vom Geld, was YouTube einnehmen würde. Da muss ich sagen, YouTube macht es einigermaßen gut. Also, die meisten Sachen sind nicht gut, aber diese eine Sache macht es YouTube gut. Sie geben dem Creator 50% der Werbeeinnahmen. Ja? Das heißt Hälfte, Hälfte. Perfekt geteilt. Vergleichen wir das mit Twitch. Twitch selber bekommt 70%, der Creator bekommt 30%. Großer Unterschied, wenn ihr Tausende von Leuten habt, die euren Kanal bzw. auf Twitch, keine Ahnung, was das Äquivalent dazu ist. Ich glaube auch Kanal, keine Ahnung. Wenn ihr da tausende von Aufrufen habt, tausende von Leuten habt, die das schauen, das macht schon einen gewissen Unterschied. YouTube ist da ein bisschen besser, aber in den meisten Fällen ist es halt einfach schrecklich. Und ich war noch nicht mal dort, was ich eigentlich sagen wollte. Ihr seht, das Video ist voller Sachen, die eigentlich nichts zu meinem Punkt gehören. Egal. Ich lese es euch erstmal vor. Und danach schauen wir, was wir damit anfangen können. Spoiler, nicht viel. Ab November vereinfachen wir die Option für Anzeigenformate, die vor oder nach deinem Video eingeblendet werden. Damit soll der Umsatz für Creator gesteigert werden. YouTube verdient auch mehr Geld damit. Du sollst die Einstellung für Pre-Roll, Post-Roll, überspringbare oder nicht überspringbare Anzeigen dann nicht mehr selbst anpassen. Nett. Wenn du ab November Anzeigen für neue Videos im Langformat aktivierst, sehen Zuschauer gegebenenfalls Pre-Roll, Post-Roll, überspringbare oder nicht überspringbare Anzeigen.
Durch diese Änderung werden alle Anzeigenformate standardmäßig aktiviert. Deine Einstellungen für Mid-Roll-Anzeigen ändern sich aber nicht. Die anzeigespezifischen Einstellungen für bestehende Videos im Langformat werden auch beibehalten, sofern du die Monetarisierungseinstellungen nicht anpasst. Kurzum, was bedeutet das? Gehen wir einfach nochmal hier zu einem Video und nochmal zur Monetarisierung. Grundlegend, sobald das hier oben auf an ist, sind die beiden auch immer an. Momentan kann man sie noch ausschalten. Man kann einfach sagen, ja, ich möchte nur während dem Video Werbung haben. Vor dem Video soll keine Werbung haben, nach dem Video soll keine Werbung sein. Ihr könnt es dann einfach bisher noch einstellen, bald nicht mehr. Bald ist es vollkommen egal. Ja? Sobald das an ist, Monetarisierung an, gibt es vor dem Video und nach dem Video Werbung. Praktisch garantiert. Ja? Und zusätzlich diese Einstellungen, die man hier vornehmen kann, sind dann nicht mehr für die beiden gültig. Da werden dann auch nicht überspringbare Videoanzeigen gemacht. Und wie ich euch eben schon gezeigt habe, schließt einfach das Video und öffnet es erneut. Ja? Wir haben eine gesamte Werbung übersprungen. Das sind 10, 20 Sekunden. Halt in dem Bereich. Ihr müsst dann halt immer wieder das Video schließen, neu öffnen. Aber ihr überspringt 10 Sekunden Werbung. Mindestens. Ja? Ihr spart 10 Sekunden Lebenszeit ein. Mindestens. Ihr könnt 20 Sekunden Lebenszeit einsparen. Ihr könnt das Video 20 Sekunden früher schauen und ihr seid 20 Sekunden früher mit dem Video fertig. 20 Sekunden, das sind, keine Ahnung, 2000 Mal blinzeln oder so. Natürlich eine Übertreibung jetzt. Keine Ahnung, wie oft man in der Zeit blinzeln kann. Was ich damit sagen möchte ist, ich hasse nicht überspringbare Videoanzeigen, ich habe sie überall ausgemacht. YouTube wird mich dazu zwingen, sie anzumachen. Oder ich verdiene einfach kein Geld damit und YouTube schaltet sie trotzdem. Für euch als Zuschauer, ihr habt keine Wahl. Ihr müsst nicht überspringbare Videoanzeigen schauen. Oder ihr macht eben das, was ich eben gesagt habe. Und für mich als Creator, mir wird die Fähigkeit weggenommen, darüber zu entscheiden. Ich möchte keine nicht überspringbaren Videoanzeigen. Das ist mir egal, ob es meine Einnahmen einschränkt. Ich hasse sie. Ich möchte sie nicht sehen, also möchte ich nicht, dass andere sie sehen müssen. Ich möchte niemanden dazu zwingen. Nochmal, wenn ihr doch welche seht, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich möchte es wissen. Ja? Schaut euch mal einfach ein paar meiner Videos an. Wenn ihr nicht überspringbare Videoanzeigen seht, schreibt es einfach rein. Genau in das Video. Wäre nett. Dankeschön. Ihr kennt ja ein Sprichwort. Was ihr nicht wollt, dass man euch tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder so ähnlich, weiß ich nicht, aus dem Kopf jetzt heraus. Ich möchte keine nicht überspringbaren Videoanzeigen sehen. Ich möchte sie euch nicht antun. YouTube wird euch dazu zwingen. Ich kann sagen, okay, ich möchte meinen Kanal nicht monetarisieren. YouTube schaltet trotzdem Werbung drauf. Habt ihr an meinem zweiten Kanal gesehen. Das Beste, was ich machen kann, ist Monetarisierung an und dann während des Videos nicht überspringbare Videoanzeigen aus. Das ist alles, was ich tun kann. YouTube wird mir die Fähigkeit dazu wegnehmen. Allen die Fähigkeit dazu wegnehmen. Das ist schrecklich. YouTube macht sich damit die Plattform kaputt. Noch zudem, falls ihr es vielleicht schon wisst, weiß ich nicht, ob ihr es wisst, keine Ahnung. YouTube ist momentan dabei, Adblocker-Sperren einzufügen. Ja? Die sind gerade irgendwie am Testen in den USA, keine Ahnung, wann es hier auch der Fall sein wird. Ohne Adblocker könnt ihr irgendwann einfach nicht mehr YouTube schauen. Und das wird einen Krieg auslösen. Einen technologischen Krieg, aber ein Krieg, wo dann Adblock-Ersteller Wege finden werden, um YouTube die Werbung trotzdem wegzunehmen. Ja? Und dann wird YouTube einen neuen Blocker für Adblocker erstellen, um auch diese zu blockieren. Und dann werden die Adblock-Ersteller wieder neue Adblocker machen, um wieder um die Werbung von YouTube herumzugehen. Und das wird passieren innerhalb von, keine Ahnung, wenigen Monaten. Sobald halt YouTube sagt, okay, ihr dürft keine Adblocker mehr verwenden. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Ich weiß. Leute, ich als Creator bin doch auch im Grunde von YouTube abhängig. Und es ist so, als würde ich in die Hand beißen, die mich füttert. Das tut man nicht, ja? Wenn euch jemand etwas schenkt, dann beschwert euch nicht darüber.
Dann sagt ihr, Dankeschön, echt nett von dir. Egal, ob ihr es braucht oder ihr braucht oder nicht. Die Geste zählt. Ja? Aber YouTube übertreibt das immer weiter. Ich weiß, dass die Server teuer sind, wo, keine Ahnung, 1 Milliarde Videos bereits drauf sind. Keine Ahnung, 50 Lichtjahre an Wiedergabezeit drauf sind. Man könnte ein ganzes Leben lang an YouTube-Videos schauen und es gäbe immer noch 500 Milliarden mehr von diesen Videos. Es ist teuer, solche Server am Laufen zu halten. Ich weiß das. Ich kann es verstehen. Aber so viel Werbung und dann den Creatern immer mehr Funktionen wegzunehmen, es schwierig zu machen, selber Partner zu werden, damit YouTube mehr Einnahmen bekommt. Sie bekommen ja sämtliche Einnahmen dann. Nicht nur die Hälfte, wenn man kein Partner wird. Die verdienen ja gerade daran. Es ist ein gigantischer Mäusemurks, um jetzt nicht noch härtere Wörter zu sagen. Ja? Es ist Mist. Es ist Kacke. Weiter gehe ich nicht. YouTube macht sich immer mehr die Plattform kaputt. Und ich werde heiser. Merke ich jetzt schon. Was kann man machen als Creator? Nichts. Uns werden die Hände gebunden. Keine Sorge. Was kann man machen als Zuschauer? Video schließen und neu öffnen. So lange, bis ihr entweder nur 5 Sekunden Werbung habt, eine überspringbare Werbung habt oder gar keine Werbung. Ja? Müsst ihr halt einfach so machen. Zusammenfassung. Bleibt sicher da draußen. Guten Flug.